Jetzt. Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Titanfall mit Urs. Hallo Urs. Hallo. Ich habe jetzt mal die Shotgun hier am Start, die soll ja so geil sein, sagen alle. Shotgun voll mega OP, krass Killer. Killer pro 100 und so. Ich mag die zwar gar nicht, also ich mag die überhaupt nicht, aber mal schauen, vielleicht. Vielleicht macht sie ja was her. Die soll ja wohl auch auf Range, nur mega, mega tötend. Ich hab schon mal nicht einen Hitmarker abgeschossen. Ich habe noch keinen Gegner gesehen. Oh, das Spiel leckt nicht. Ich liebe das ja, ne? Das leckt kein bisschen, obwohl ich alles auf hoch habe, ey. Ich schwärme immer wieder von meiner neuen Grafikkarte. Okay, Kill Nummer 1 ja. Mit der Shotgun. Nicht nur du. Ich mach meine neue Grafikkarte auch extrem. Hat da schon jemand einen Titan? Weiß ich nicht. Was? Die Shotgun, ja doch, die ist schon ziemlich mies. Boah, Alter! Die haut ja übelst rein. Scheiße, die Wand. Also, wenn du richtig nah bist, dann ein Schuss, alles tot, Alter. Oha. Ich hab jetzt gerade einen Dreifachkill gehabt, ey. Wo ist denn der? Da ist einer. Was? Ihr Titan ist in 15 Sekunden einsatzbereit. Ich hab die ganze Zeit. Nein, wo war. Oh, der kämpft in der Ecke, wirklich, Alter, das ist ja gemein. Nach wie viel Pilotenkills bekommt man Titan? Das kommt drauf an, umso höher deine Streak ist, was ein Streak ist, weißt du hoffentlich. Also Killserie, ne? Wie in COD quasi. Umso höher die Killserie, umso schneller. Also umso verkürzt sich die Zeit halt noch mehr. Aber wenn du stirbst, dann verlängert sie sich wiederum. Verstehst du, oder? Mhm. Die verlängert sich halt, wenn du sehr oft stirbst. Wenn du halt. Ja, also nicht nur einfach, wenn du irgendwie dreimal stirbst, dann wird's halt. Dann verlängert sie sich halt um ein kleines bisschen. Ich hab auch schon einen Titan, ich will aber noch gar nicht rufen, ach scheiß drauf. Hol ich ihn halt. Das Geile ist ja, ne, du kannst ja auch einen Titan. Also wenn du gut bist, lässt du deinen eigenen Titan auf einem anderen Titan spawnen, damit du den dann zerstörst, weißt du? Ja. Das ist geil, das geht halt auch. Wow, I must inject. Ja, ich eject dir doch, Alter. Was? Ey, nur weil es geleckt hat oder was war jetzt los? Gibt's halt nicht. Ach, der hat meine Arme abgerissen, als ich aussteigen wollte. Oha. Ja, ich merke gerade, da kannst du einfach gar nichts machen. Gegen einen Titan als Fußvolk so gesagt. Doch, das geht. Wenn du die Anti-Titan-Waffe rausholst und geschickt spielst und immer schön in Deckung gehst und so, dann geht das schon. Ach, wo war der denn jetzt? Ah! Jetzt habe ich die Shotgun wieder. Achso, für alle Zuschauer, das ist jetzt hier die 42. Folge und natürlich zocken wir jetzt das volle Spiel. Die ersten 40 Folgen waren ja reine Beta-Folgen. Damit es für alle verständlich ist. Hauptsache, ich treffe die mit meinen Schockladungsgranaten. Oh, er fängt meine Kuhkugeln ab, das ist ja nicht geil. Wenn du ein Titan Assist. Geht's beim Titan auch an Titan-Waffe? Naja, die Waffe, die der Titan hat, ist gegen alles gut. Gegen Titan, gegen Füße, gegen Menschen, gegen alles. Achso. Der Titan hat nur eine Waffe. Ah, die Runde lief. Wir verlieren schon wieder Hardcore, ey. Was soll das? Ich bin schlecht geworden. Ich hab so lange nicht. Ja, ist so. Ich hab mir das Spiel gekauft, ne Leute, und hab dann erstmal 2 Wochen lang überhaupt nicht mehr gespielt. Also, ich hab's dann gar nicht mehr gezockt. Hab's mir nur gekauft, um's zu haben. Haha, scheiße. Und bin echt aus der Übung. Wo man dann sagen muss, dass es jetzt halt schon total viele gibt, die
übelst auf High-Level sind und so. Die halt übel die Pro sind. Übelst die Pro. Ich bin Stufe 22. Ja, Mann. Pro Runde eine Stufe, ey. Das läuft. Ich werde doch noch diesen leichten Titan, also dieser Titan, der da ganz dünn ist, den werde ich natürlich auch mal zeigen. Aber ich spiele am liebsten diesen Angriffsteil, weil der ist halt eine Mischung aus Beweglichkeit und Angriff. Wie kann ich das Schild aktivieren? Q müsste es sein. Q. Ja, Q. Oder? Q, ja doch, müsste Q sein. Wow, nicht aus dem Schwerkstall. Was? Waren wir schon vorbei? Nein. Noch nicht. Was ist das denn für ein Schiff? Die tauchen random auf, einfach mal so. Falls wenn ich denke zu glauben, was du meinst. Schnell raus, euch, oh, ich spring noch an die Decke. Ich spring noch. Erresten wir die Arme ab, was so, Alter. Ey, mein Ping ist auch bei 260, Alter, ist grandios. Zack. Nein, lauf! Oh, ein Glück habe ich hier diesen Sprinterfähigkeit, Alter. Boah, die Spectre halten eine Führung mit aus der Schrotze. Nachladen. Komm, ich geh auf dich rauf. Und okay, du bist schon tot. Alter. Ich bin noch nicht tot, ne? Ja, ich lebe auch noch. Ja, mein Ping ist halt gerade nicht so gespecht. Aber bei Titanfall finde ich es halt gut. Auch wenn der Ping schlecht ist, teleportiert man sich nicht so krass durch die Gegend. Man hat zwar übelst die Verzögerung. Scheiße, ey. Okay, ich bin tot. Das war's für mich. Hat mich einer mit seiner SMG oder was das war weggeholt? Ja, 7 Kills und ein Titan Kill. Naja. Nicht ganz so geil. Lebst du noch? Ja. Warte, sehe ich dich irgendwo? Ja, da. Na dann. Ich guck mich um dich. Ich guck hinter dich, ja? Du versuchst vorne nicht zu sterben. Das Schiff ist. Ja, du bist. Ja, da! Schnell rein! Oh, schnell, du schaffst es noch, oder? Ah, schade. Knappe Geschichte. Ich komme mit der Steuerung nicht ganz so gut an. Ne? Na, sprinten reicht halt, wenn du einmal kurz drückst, dann sprintest du dauerhaft. Okay. Alter, was? Ich habe 29er Ping. Extrem geil. Echt? 29er Ping? Oha, das ist krass. Ja. Da hast du natürlich Vorteil gegenüber den anderen, weil du alles zuerst siehst. Okay, Leute, das war's mit dieser Runde Titan. Das war's mit dieser Runde Titanfall. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich kann bis nicht mehr zum reden. Nächsten Mal. Schau, ich hab gestern Stufe aufgenommen.